Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich herab auf uns dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und schenke uns einen neuen Anfang. Amen. Halleluja, Halleluja.
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lasst uns heute Abend auf die Epistel des vergangenen 20. Sonntags nach Trinitatis hören. Aufgeschrieben im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth im 3. Kapitel. Es ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Dieses Buch ist wunderbar, aber die Leute lesen nicht in diesem Buch, sondern sie lesen in euch, wie ihr den Menschen entgegenkommt, wie ihr mit anderen umgeht. Das ist die Schrift, in der sie lesen. Und sie lesen umso genauer, sobald sie wissen, aha, ihr seid Christen. Das ist manchmal lästig, manchmal wird man sehr darauf auch festgelegt oder damit geradezu erpresst. Du bist doch ein Christ, jetzt musst du doch nett zu mir sein, auch wenn ich für dich ein Arschloch bin und mich so benehme. Ja, da kann man leicht in Schwierigkeiten kommen. Christsein heißt nicht, dem, der dir übel mitspielt, immer nur grinsefreundlich entgegentreten und sagen, ja, ich bin ja so froh, dass ich ein Christ bin. Ein Christsein heißt auch, dem anderen sagen, das gefällt mir jetzt gar nicht und ich habe den Eindruck, du spielst mir übel mit, lass das. Die Frage ist immer,
wie macht man das? Und da unterscheidet Paulus zwischen zwei Diensten. Der eine ist der Dienst, der den Tod bringt. Als solchen sieht Paulus, ob zu Recht oder nicht, das will ich jetzt nicht entscheiden, als solchen sieht Paulus den Dienst des Alten Testaments. Wo Gott eine Menge Lebensregeln, Verhaltensregeln gegeben hat und den Menschen aufgetragen hat, sich danach zu richten. Und es ist wunderbar, wenn es diese ganzen vielen Regeln gibt. Regeln geben ja auch Sicherheit. Aber Regeln können einen Menschen lebendig tot machen. Es kann dahin kommen, dass er sich ganz damit beschäftigt, alle Regeln akribisch einzuhalten und darüber den Blick für den Menschen verliert, der ihm entgegenkommt. Also der Dienst, der auf den Buchstaben des Gesetzes und der Regeln beruht, kann sehr selbstbezogen sein. Hauptsache, ich mache alles richtig und mache nichts falsch. Und darüber geht mir der Blick für den anderen Menschen verloren und vielleicht sogar der Blick für das ganze Leben. Deswegen sagt Paulus so bestimmt, der Buchstabe tötet. Der Buchstabe macht aus dem Menschen einen Sachbearbeiter. Was nichts gegen den Sachbearbeiter sagt. Es muss solche Leute geben, die Sachen bearbeitet werden. Wenn keiner Sachen bearbeitet, wird nichts erledigt. Der Mensch ist aber daneben ein Mensch. Und die Sachbearbeiter, die ich erlebt habe, sind sehr unterschiedlich. Einige sind ganz in ihren Papieren und Sachen beschäftigt und achten nur darauf, dass der Mensch, der ihnen gegenüber sitzt, den vorgegebenen Regeln konform sich verhält und macht und tut. Und es gibt Sachbearbeiter, die gucken von ihren Papieren auf, sehen den Menschen und fragen ihn und reden mit ihm und finden dann im Gespräch mit ihm einen Weg, wie man den papierenen Erfordernissen Genüge tun kann. Und schon kriegt derselbe Vorgang einen sehr menschlichen Anstrich. Und zwar nicht nur Anstrich, sondern er wird ein menschlicher Vorgang und ist doch äußerlich betrachtet nur eine Sachbearbeitung. Ihr merkt, worauf ich hinaus will? Die Leute lesen nicht die Buchstaben des Gesetzes, das machen sie ungern. Wer liest schon die ganzen Vertragsbedingungen, wenn er eine neue App auf seinem Handy nutzen will? Er muss ihnen zustimmen, aber wer liest sie denn alle? Man sagt ja, ja und man klickt entsprechend an. Man kann aber alles dies auch menschlich machen, jedenfalls solange es nicht nur virtuell geht, sondern zwei Menschen einander gegenüber sitzen. So. Wie war das? Der Dienst am Buchstaben, der den Tod bringt und mit Buchstaben in Stein gehauen war, der wird überwunden durch den Dienst, der ins Herz geschrieben ist. Und zwar durch den Geist ins Herz geschrieben ist. Also was dich als Mensch begeistert, was deinen Geist ausmacht und was deinen Geist leitet und führt, was sich aus dir ausspricht, indem du dich zu anderen Menschen verhältst, so wie du es tust, das hat Chance, dieser neue Dienst zu werden, der Dienst des neuen Bundes, sodass auf einmal in dem, was du tust und wie du es tust, die Handschrift Christi erkennbar wird. Und haben wir ein Problem, wer von Christus nichts weiß, kann in der Handschrift dessen, was wir Christen tun, nicht die Handschrift Christi erkennen. Aber es kann ihn stutzig machen, dass wir uns so verhalten, wenn ein viel selbstbezogeneres oder sachbezogeneres oder, wie soll ich sagen, kälteres Verhalten näherliegend wäre. So.
Eigentlich bin ich da schon am Ende meiner Botschaft. Ob die Leute nun die Handschrift Christi erkennen oder nicht, das soll eure Sorge nicht sein. Eure Sorge soll sein, dass in dem, wie ihr euch verhaltet, Christi Handschrift erkennbar wird für die, die Christus schon kennen. Und dass die anderen vielleicht drüber stutzig werden und sagen, oh, der Mensch behandelt mich besonders. Was ist sein Geheimnis? Was bringt ihn dazu, sich so zu verhalten? Oft gelingt das nicht, aber die Chance besteht. Und die besteht nur dann, wenn wir uns nicht in die Buchstaben vergraben, sondern den Geist mit uns machen lassen. Das lasst uns tun. Amen. Zeit für die Fürbitte. Eleison, Kyrie.
Für das ganze Land und alle Menschen, die darin wohnen, rufen wir zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halte du Herr um uns wach wie um den Stern im Auge und unter dem Schatten deiner Flügel bewahre uns. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht.
zu.